Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Das letzte Mal habe ich Ihnen drei Lyriker aus der modernen Türkei vorgestellt, aus der Ära vor Erdogan, als die Türkei sich in Richtung Westen öffnete und es zu einer Liberalisierung des gesellschaftlichen Lebens gekommen war. Größere Freiheiten waren möglich. Und diese Freiheiten wurden eigentlich erst in der letzten Zeit dann wieder eingeschränkt. Heute schauen wir uns moderne Lyriker des Iran, Persiens an. Ich stelle Ihnen die Anthologie vor, Der Wind wird uns entführen. Moderne persische Lyrik, ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von Kurt Scharf. Mit einem Nachwort von Said aus dem Verlag Beck 2005 erschienen. Und das ist eine Lyrik, die eben eigentlich zum großen Teil auch erschienen ist in einer Zeit vor Khomeini 1979. Etwas zum Herausgeber, Kurt Scharf, ist ein wichtiger Mann, geboren 1940. Und war viele Jahre Sprachabteilungsleiter im Goethe-Institut in Teheran. Dann kam er nach Porto Alegre, Istanbul und Lissabon und ist ein Gründungsmitglied des Hauses der Kulturen der Welt, freier Mitarbeiter an vielen literaturwissenschaftlichen Publikationen, zum Beispiel am Lexikon der fremdsprachigen Gegenwartsliteratur, hat Übersetzungen angefertigt aus Persisch, Portugiesisch, Spanisch. Ein ganz wichtiger Mann, wenn es um die Vermittlung zwischen Orient und Okzident geht. Der andere Autor ist Said, der das Nachwort geschrieben hat, 1947 in Teheran geboren, im Mai 2020 in diesem Jahr in München verstorben. Ein iranisch-deutscher Schriftsteller, der den Iran verlassen hat unter der Mullah-Herrschaft. 2004 bekam er die deutsche Staatsangehörigkeit, hat Lyrik und Prosa in deutscher Sprache geschrieben und sein Thema waren Liebe und Exil. Er hat viele Preise bekommen. Und wie gesagt, er hat eben ein sehr schönes Nachwort zu dieser Anthologie geschrieben. Sie enthält Werke von 22 der bedeutendsten Dichter des Iran im 20. und 21. Jahrhundert. Sie sind auf Persisch geschrieben und ich werde Ihnen drei dieser Dichter und Dichterinnen vorstellen, den Begründer, den Vater der modernen persischen Lyrik, Nima Yushic, einen der wichtigsten persischen Dichter des 20. Jahrhunderts, Ahmad Shamlu, Dichternamen Bamdad, und die Dichterin Foruk Farrokhzad, die auch sehr wichtig geworden ist, gerade was auch die Lyrik der Frauen und die Rolle der Frauen im Iran, im modernen Iran angeht. Es sind sehr, sehr viele andere, sehr, sehr wichtige moderne persische Dichter hier auch noch aufgeführt mit Gedichten. Aber ich musste einfach auswählen. Der Schwerpunkt der Anthologie liegt auf der Epoche zwischen 1953 und 1979, was man den Höhepunkt der neuen Lyrik in Persien nennt. Also nach dem Sturz Mossadeghs, der vom CIA gestürzt worden ist und Iran in eine größere Freiheit von den Kolonialmächten bringen wollte, bis zur Zeit von Khomeini 1979 folgende. Das war eine Zeit des großen Wandels. Schah Reza Pahlavi war in der Regierung und es gab immer in dieser Zeit eine strenge Zensur. Die Verse mussten unpolitischer Natur sein oder sich so geben und so wichen die Dichter in einen großen Symbolismus aus. Sie versteckten ihre politischen Aussagen, aber dennoch sind sie
sehr deutlich zu hören. Das werden Sie an den Gedichten merken, die ich Ihnen vorlese. Und kurz vor dem Umschwung, dem Sturz des Schahs Reza Pahlavi 1979, gab es ein paar Jahre Zeit einer kurzfristigen Freiheit. Eine Zeit, in der im Iran experimentiert wurde. Und da ist ganz wichtig eine Dichterlesung, die im Oktober 1977 stattgefunden hat. Zu diesem Zeitpunkt las der iranische Schriftstellerverband in Verbindung mit dem Goethe-Institut in Teheran Gedichte vor in Teheran an mehreren Abenden. Und es gab sogenannte 10 Poesienächte, in denen sich 63 Autoren vorstellten, überwiegend Lyriker, und bis zu 15.000 Zuhörer kamen. Man musste Lautsprecher in den Bäumen davor aufhängen. Das Ganze fand im Garten des Deutsch-Iranischen Kulturvereins im Norden Teheran statt. Und diese Lautsprecher übertrugen dann die Lyrik auf die Straße. Es waren hauptsächlich Studenten, die kamen. Eine ganz freiheitlich euphorische Stimmung herrschte. Und anschließend kam es eben zu Demonstrationen gegen das Schah-Regime. Das Ganze ging auf eine Anfrage zurück an das Goethe-Institut in Teheran. Journalisten frugen an und baten wieder um eine Dichterlesung, die sie im Goethe-Institut halten wollten. Und Kurt Scharf, der damals Kulturreferent des Teheraner Goethe-Instituts war, sagte zu. Und daraus entstand eine Dichterlesung, die keine normale Dichterlesung war, sondern ein iranisches Woodstock, wie man es genannt hat, die Geburt der Revolution von 1979, die dann so schrecklich für die Revolutionäre, die linken Revolutionäre, die modernen Revolutionäre endete. Es gab auf dieser Dichterlesung Solidaritätsbotschaften von Sartre, von de Beauvoir, von Aragon und vielen, vielen anderen. Und 14 Monate später war das Schah-Regime wirklich am Ende. Die Monarchie war am Ende. Der Schah musste ins Exil gehen. Die Hoffnungen wuchsen kurzfristig. Und dann kam die Herrschaft der Mullahs, die bis heute im Iran herrschen. Die Islamische Revolution von 1979 war eine Antwort auf die Modernisierung, sprich die Verwestlichung, die auch in diesen Gedichten zu spüren ist. Eine Zeit, in der sich viele für eine Säkularisierung des Irans aussprachen. Gerade auch der Schah war sehr modern, die Schah-Familie sehr modern eingestellt. Aber wie gesagt, eben total korrupt und konnten regieren in einer quasi kolonialistischen Ausbeutung, unterstützt von europäischen, amerikanischen Mächten, USA und England, und die eben die korrupten Ansprüche dieses Pahlavi-Regimes, dieser Clique um den Schah herum zufriedenstellten. Dann kam die Revolution 1979 und das individuelle Leben wurde ausgerichtet an den religiös begründeten Geboten der neuen Herren, die jetzt eben diese ganze Verwestlichung, die auch auf dem Land keinen Zuspruch erfahren hatte, durchsetzten. Jetzt musste wieder der Chador getragen werden, dunkle, den Körper füllende Kleidung bei den Frauen, der Alkohol wurde verboten, Ehebruch und außereheliche Beziehungen waren todeswürdige Verbrechen. Und sehr viele Literaten gingen danach ins Ausland und es entstand diese persische Exilliteratur, die noch heute am Werk ist. Wie gesagt, 3 Autoren aus diesem sehr schönen Band möchte ich Ihnen vorstellen. Der erste ist Nima Yushich.
der Vater der modernen persischen Lyrik. Geboren am 12. November 1897, gestorben am 6. Januar 1960. Er entwickelte das sogenannte neue persische Gedicht. Sein eigentlicher Name war Ali Esfandiari. Er stammte aus der Provinz Mazandaran, also aus einer Provinz, die südlich des Kaspischen Meeres liegt, und wurde geboren in Jusch, und daher kommt dann auch sein Name Jusic, den er angenommen hat. Er wuchs auf in einem Dorf, half seinem Vater auf dem Bauernhof mit dem Vieh, ging in eine traditionelle Schule der Mullahs, kam dann mit 12 nach Teheran in eine römisch-katholische Schule und begann zu schreiben schon als Schüler. Nima schreibt über seine Jugendzeit. Meine ersten Lebensjahre verbrachte ich unter den Hirten und Pferdehirten, die bei ihren saisonalen Wanderungen von einem Grasland zum anderen jeden Abend stundenlang am Feuer am Berghang saßen. Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an nichts als wilde Kämpfe, die mit dem Nomadenleben zu tun hatten, und an die einfachen Vergnügungen dieser Leute in einer Atmosphäre von Monotonie und Ignoranz. Ich lernte lesen und schreiben von dem Prediger und Lehrer des Dorfes, in dem ich geboren wurde. Er lief früher hinter mir her durch die Gassen und erwischte mich, band meine dünnen Füße an raue, dornige Bäume und schlug mich mit dünnen Stöcken. Er hatte eine Schriftrolle gemacht, in der er einige Briefe zusammenklebte, die Bauern an ihre Verwandten geschrieben hatten, und er befahl mir, die ganze Schriftrolle auswendig zu lernen. Neu an Jusic war die vollkommen moderne Schreibweise, die sich nicht mehr an der alten ornamentalen Poesie, der klassischen persischen Poesie ausrichtete, sondern die Länge der Verse richtete sich nun nach den Gedanken, die ausgedrückt werden sollten. Er sagt selbst über seine Poesie: Mit meiner Poesie habe ich das Volk in einen großen Konflikt getrieben. Gut und Böse, sie sind in Verwirrung geraten. Ich selbst sitze in einer Ecke und beobachte sie. Ich habe das Ameisennest überflutet. Er schildert den Alltag der Menschen, ihre Sprache, und entfernt sich so von der klassischen persischen Poesie, wie sie jahrhundertelang im Iran vorherrschend war. 1921 wurde sein Gedicht Afsane publiziert, das heißt so viel wie Märchenlegende. 127 Strophen zu je 5 Zeilen, ein Zwiegespräch zwischen Liebenden und der Legende Afsane. Ab 1941 kam er dann zu Ruhm, und seine Sprache ist verschlüsselt, sehr symbolisch, aufgeladen angesichts der restriktiven politischen Verhältnisse. Nacht zum Beispiel eben symbolisiert die finsteren politischen Verhältnisse im Iran. Ich lese Ihnen dort von ihm zwei Gedichte vor: Ihr dort und Laubfrosch, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen von dieser modernen Lyrik im Iran. Also, Jusic, ihr dort. Ihr dort, die ihr fröhlich und lachend am Ufer sitzt, gerade jetzt verliert ein Mensch sein Leben in der See. Ein Mensch, welcher mit Händen und mit Füßen um sein Leben kämpft, in diesem wilden, dunklen, schweren Seegang, den ihr kennt. Eben jetzt, da der Gedanke euch berauscht, Hand anzulegen an den Feind. Eben jetzt, da ihr, ihr Toren, von euch selber meint, dass einem Machtlosen die Hand zu reichen, eine bessere Herrschaft an die Macht bringt. Eben jetzt, da ihr den Gürtel fester um die Hüften schnallt. Von welchem Anliegen soll ich noch sprechen? Gerade jetzt verliert ein Mensch sein Leben sinnlos in der See. Ihr dort,
die ihr am Ufer euch ergötzt, Brot auf dem Tisch, den Körper schön gekleidet. Jemand im Wasser ruft euch an um Hilfe, mit müden Händen kämpft er mit der schweren See. Jetzt reißt er auf den Mund, die Augen angstgeweitet. Eure Schatten hat von fern her ihr gesehen, Wasser hat er geschluckt in seinen dunklen Schlund, und immer mehr nimmt die Erschöpfung zu. Und aus dem Wasser hebt hinaus jetzt ihr den Kopf, jetzt einen Fuß, ihr dort. Von fern versucht er festzuhalten, an der alten Welt stößt einen Schrei aus, denn er hofft auf Hilfe. Ach ihr, die ihr an diesem Anblick euch am ruhigen Ufer freut, die Wellen klatschen an die stille Küste, fallen flach hin wie ein Betrunkener, der dort zu Boden fällt, sinnlos berauscht, dann kehren brüllend sie zurück, und jener Schrei kommt wieder her von fern, ihr dort! Das Rauschen des Winds wird immer quälender, sein Ruf im Rauschen des Windes immer gellender, inmitten der Wellen nah und fern, hallt es wieder im Ohr, ihr dort! Laubfrosch. Trocken ward mein Acker neben dem Feld des Nachbarn. Auch wenn es heißt, es weinen an der nahen Küste Trauernde inmitten Trauernder, Künder wolkiger Tage, Laubfrosch, sprich, wann kommt der Regen denn endlich? Auf diesem Warentuch, das keines ist, im Innern meiner dunklen Hütte, in der kein Funken Freude ist, die Rinde der Bambusrippen an der Wand meines Zimmers droht vor Trockenheit zu zerspringen, wie das Herz der Liebenden fern von den Liebenden. Künder wolkiger Tage, Laubfrosch, sprich, wann kommt der Regen denn endlich? So eine wunderschöne Lyrik, symbolisch aufgeladen, die eben die Trauer, die Einsamkeit und die Verzweiflung angesichts der politischen Verhältnisse ausdrückt. Sehr, sehr schöne Gedichte, wie ich finde. Den zweiten Autor, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist Ahmad Shamlu. Der Dichtername ist Bamdat, was so viel wie Morgen bedeutet. Geboren wurde er am 12. Dezember 1925 in Teheran und ist am 24. Juli 2000 in Karatsch gestorben. Der Vater war Armeeoffizier. Die Familie zog mit ihm durch den Iran überall hin und Shamlu musste dort zur Schule gehen, wo die Familie gerade wohnte. 1938 kam er an das Technische Kolleg in Teheran. 1942 nahm ihn sein Vater mit in den Norden des Iran, der von der sowjetischen Armee besetzt war. Und dort wurde Shamlu verhaftet wegen seiner politischen Ideen und nach Rasht geschickt und erst 3 Jahre später entlassen. Er verließ mit der Familie den Iran und ging nach Aserbaidschan. Aber auch dort wurden sie von Separatisten verhaftet und nach Teheran zurückgeschickt. 1947 heiratete er zum ersten Mal und veröffentlichte seine erste Gedichtsammlung. Später kamen dann Erzählungen dazu. Er war ein politisch linker Schriftsteller, der dementsprechend Verfolgung erleiden musste. 1952 kam er in die ungarische Botschaft und bekam dort einen Job als Ratgeber in kulturellen Fragen. Seine Gedichte wurden verboten, ebenso seine Übersetzungen und Erzählungen. Er musste fliehen, musste sich verstecken, erlitt Verhaftungen, kam ins Gefängnis für 14 Monate und erst 1955 dann wieder frei. Und viele Gedichte gingen dann auch verloren. Er ließ sich scheiden. 1957 erschien sein Meisterwerk, die Gedichtsammlung »Eine frische Luft«.
Shamlu betrieb auch Studien über die klassische iranische Poesie, also vor allem Hafiz, und übersetzte, war bekannt als Dokumentarfilmer, schrieb in Literaturmagazinen, ließ sich wiederum scheiden und lernte dann 1962 seine große Liebe Aida kennen, die ihn bis zum Tod begleitete. Sie heirateten 1964 und er konnte auch immer wieder reisen, betrieb dann auch Literatur an der, lehrte Literatur an der Universität von Teheran, verließ 1977, 77 den Iran aus Protest gegen das Schah-Regime, ging in die USA, England und kehrte 1979 in den Iran zurück. Er reiste in die USA, nach Deutschland und kehrte aber immer wieder in Iran zurück, auch nach seinen Reisen in andere Länder Europas und Kanada. Er hatte gesundheitliche Probleme, er litt an Diabetes und sein ganzes Leben war gewidmet Gerechtigkeit und Liebe. Er war ein Humanist erster Kategorie, wurde vielfach übersetzt, aber ist relativ unbekannt im Westen geblieben. Und er gilt als der größte persische Dichter des 20. Jahrhunderts. Seine Gedichte verwenden ein Vokabular, das auf der Straße zu finden ist. Sie schildern die Alltagsprobleme, kennen folkloristische Momente. Und er hat sehr viel auch von der modernen Lyrik der Franzosen, aber auch der Russen gelernt und Rainer Maria Rilke war wichtig für ihn. Es gibt eine hübsche Geschichte, die Said im Nachwort schildert. Shamlu fuhr in einem Taxi durch Teheran und mit ihm zusammen vier weitere Passagiere und alle wollten für ihn die Fahrt bezahlen, als sie hörten, dass dieser berühmte Dichter neben ihnen im Taxi saß, aber der Taxifahrer sagte kategorisch: Herr Shamlu ist mein Gast. Ich lese Ihnen zwei Gedichte vor von Shamlu. Poesie ist Befreiung. Poesie ist Befreiung, Erlösung und Freiheit. Sie ist ein Zaudern, das schließlich zur Gewissheit strebt und eine Kugel, die letztendlich zum Geschoss wird. Ein Seufzer mit Unterstützung des Gedächtnisses ist sie nach Ruhe und von der Bestimmtheit eines Schemels ist sie in dem Augenblick, da er schließlich unter den Beinen umfällt, sodass die Last des Körpers unter dem Druck seines Volumens zerbricht, wenn für die Freiheit der Seele dies der letzte Weg ist. Mich hatte kein Vogel in dieses Gebiet geführt. Ich war von selbst aus dieser dunklen Erde gesprossen, wie eine wild wachsende Minze, die ohne die Hand des Gärtners wächst, aus der Feuchtigkeit des Wassergrabens. Es ist so, dass manch einer mich auf eine Weise ansieht, als ob ich mein Brot auf seine Kosten äße und so, als ob ich mit stinkendem Atem verdürbe die Luft seiner Hütte. Es ist aber so, auch wenn sie sich auf diese Höhe erhoben haben, jener, der ihnen das Gesicht gezeigt und das Tor geöffnet hat, der war ich. Das andere Gedicht ist ein Liebeslied. Liebeslied. Ein kurzer nächtlicher Halt ist die Welt, eine Rast zwischen Sünde und Hölle. Die Sonne geht auf wie eine Schmähung. Und der Tag ist eine unannehmbare Verlegenheitslösung. Ach, bevor ich in Tränen ertrinke, sag etwas.
Die Bäume tragen die heidnischen Sünden unserer Ahnen. Die Brise ist eine böse Versuchung, das herbstliche Mondlicht eine Lästerung, die die Welt verdirbt. Sag etwas, bevor ich in Tränen ertrinke, sag etwas. Jedes hübsche Fensterchen gibt einen Blick auf eine Folterszene frei. Die Liebe ist eine ekle, faulige Flüssigkeit und der Himmel ein Dach über dem Kopf, während du dich auf die bloße Erde setzt und Klagelieder über dein Schicksal anstimmst. Ach, bevor ich in Tränen ertrinke, sag etwas, was es auch sei. Die Quellen sprudeln aus Särgen und verwirrte Trauernde sind die Würde der Welt. Verkaufe die Keuschheit nicht an den Spiegel, die Wüstlinge brauchen sie mehr. Bleib nicht stumm sitzen bei Gott, bevor ich in Tränen ertrinke, sag etwas von Liebe. Die letzte Autorin, die ich Ihnen aus diesem Band vorstellen will, eine Frau, wie gesagt, Furuk Farrokhzad, wurde geboren am 29. Dezember 1934 in Teheran und ist am 13. Februar 1967 dort gestorben. Eine iranische Dichterin, eine ganz wichtige iranische Dichterin, auch eine Filmregisseurin, und eine der bedeutendsten Stimmen unter den persischen Lyrikerinnen der Moderne. Der Bruder ist auch ein bekannter Mann. Fereydoon Farrokhzad wurde 1992 im August grausam ermordet in seinem Exil in Bonn. Ein Kritiker des Mullah-Regimes, ein Sänger und Entertainer, und er wurde gerade einmal 54 Jahre alt. Sie waren Kinder eines Armeeoffiziers, gingen zur Schule und Furuk Farrokhzad ging dann auf eine Frauenschule für Handarbeiten, Schneidern und Malen. Mit 16 Jahren heiratete sie ihren 15 Jahre älteren Cousin, einen Satiriker und Karikaturisten, bekam einen Sohn und ließ sich nach 3 Jahren scheiden, 1954. Der Vater erhielt das Sorgerecht und sie erlitt darüber einen Nervenzusammenbruch. Und sie begann zu dichten. Sie hat sehr viele Reisen auch nach Europa gemacht, hatte mehrere Liebesaffären und lernte 1958 den Schriftsteller und Filmemacher Ebrahim Golestan kennen, der verheiratet war und seine Frau nicht verlassen wollte. Berühmt sind ihre Liebesgedichte, die sie für ihn geschrieben hat, und ihre Liebesgeschichte. Sie hat dann 1960 einen Selbstmordversuch gemacht, weil sie die Situation nicht mehr aushielt. Berühmt ist ihr Dokumentarfilm 1961 geworden über Leprakranke. Und sie hat das Kind eines Leprakrankenpaares adoptiert. 1963 hat Bernardo Bertolucci einen kleinen Film über sie gedreht. Sie war berühmt, eben auch außerhalb des Iran. Mit 32 Jahren hatte sie einen Autounfall, der zu ihrem Tod führte. Und sie ist immer noch die Stimme der modernen iranischen Frau geblieben, denn sie brach mit allen Konventionen, die im alten Iran geherrscht hatten. Sie schilderte die Rolle der Frau in der Moderne und sie verwendete sehr freie Versformen und neue Wörter und neue Bilder in ihren 5 Gedichtbänden. Und für die einen war sie Ausdruck des Werteverfalls, der den Iran ergriffen hatte, und für die anderen war sie der Inbegriff des Aufbegehrens der modernen Frau. Ihre Gedichte sind sehr erotisch und sie schildern eben auch ihre belastete Liebe zu Golestan.
der verheiratet war, zwei Kinder hatte und die Ehe, wie gesagt, eben nicht aufgeben wollte. Darunter hat sie sehr gelitten. Ich lese Ihnen ihr letztes Gedicht vor. Mit welcher Hand? Träumen, träumen, träumen. Er ist eingeschlafen auf dem warmen Sand unter dem heißen Sonnenlicht. Unter halb offenen Lidern schaut er mit müdem Herzen hervor. Der Fluss meines nassen Haars ergießt sich über seine Brust. Der erdige Geruch seines Leibs atmet in meinem Leib. Mit müdem Herzen schaue ich. Der Himmel wölbt sich über seinem Angesicht. Seine Hände liegen in dem heißen Sand. Mit zerbrochenen Muschelschalenstücken hat er ziellos einen weißen Strich gezogen. Ich liebe ihn, wie ein Samenkorn das Licht, wie ein Feld den Wind, wie ein Boot die Welle, wie ein Vogel die Höhe liebe ich ihn. Unter halb offenen Lidern schau ich mit müdem Herzen hervor. Ach, wenn du doch in eben dieser Ruhe, eben dieser Reinheit in meinen Armen zur Erde würdest, in eben dieser Ruhe, eben dieser Reinheit in meinen Armen unter dem Baldachin meines Haars. Ein Blick, der dich aufsaugt im durstigen Land meines jungen Leibs, wie des Regens Verzückung oder des Taus Beglückung. Ach, wenn du zur Erde würdest, ach, wenn du zur Erde würdest. Weh mir, dass ein anderer Leib unter dem Ansturm ferner Tage Geruch und Farbe deines Leibs annimmt, sich mit deinem Leib abstimmt und dass ein anderes Weib an der Böschung deines Brustkorbs liegt, zu deinem Haus abbiegt, sich zum Rhythmus deines Herzschlags wiegt. Unterhalb offenen Lidern schau ich mit müdem Herzen hervor. Wie Wellen von meiner Küste, weit entfernst du dich, weiter entfernst du dich immer. Auf der bleigrauen Linie des Horizonts wirst du ein schmaler Schimmer. Mit welchen Mitteln kann man die Liebe fesseln mit ewigem Band? Mit welchem Kuss? Mit welcher Lippe? Welcher Macht? In welchem Augenblick? In welcher Nacht? Wie ich, die ich zu nichts werde, wie die Tage, wie die Jahreszeiten, wie die Nester, wie der Schnee auf dem Dach der Häuser vergeht auch sie. Unter den Schatten zerfällt sie zu Staub, wie ein altes Foto wird sie matt und blind und taub. Mit welchen Flügeln kann man dem Vergehen aller Tage, aller Plage nur entfliehen und einen Vorhang vor dem finstern Blick der Zeit zuziehen? Mit welcher Hand kann man die Liebe fesseln mit ewigem Band? Mit welcher Hand? Träumen, träumen, träumen. Der Wind wird uns entführen, moderne persische Dichtung.